Eigentlich macht Hans Wall in Stadtmöbeln. In 35 Jahren harter Arbeit hat der Schwabe sein Unternehmen zur Nummer 2 der Branche gemacht. Doch Bushäuschen, Leuchttafeln und Werbeplakate sind ihm manchmal nicht genug. Er braucht noch etwas anderes. Auslauf, Bewegung, Freiheit. Vor knapp 5 Jahren hielt es ihn an seinem Wohnort Berlin nicht mehr an Land. Da habe ich einen Führerschein gemacht, habe ein kleines Motorboot gekauft und dann habe ich nur noch gestaunt, wie schön Berlin zu Wasser ist und habe dann immer im Sommer mich schon drauf gefreut, wenn Feierabend ist, dann nichts wie ab zum Wannsee und mit dem Motorboot die ganze Umgebung. Es ist da Berlin zu Wasser, das ist eine Lebensqualität, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie schön das ist. Man kann schwimmen gehen, man sieht so interessante Gebäude nach Potsdam, die ganze Havel entlang. Traumhaft schöne Möglichkeiten. Inzwischen ist Wall ein richtiger Kenner der Wasserwege rund um seinen Wohnsitz geworden. Gästen präsentiert er Sehenswürdigkeiten oft von der Wasserseite her, mit seinem Boot Wallonia. Ob Babelsberger Schloss oder Truman Villa, zu allem kann er was erzählen. Mit meiner Familie macht es wahnsinnig viel Spaß und man merkt plötzlich, es gibt auch noch was anderes auf der Welt als nur arbeiten und Geld verdienen. Ein paar Regentropfen können Wall dabei nicht aus der Ruhe bringen. Verdeckt drauf und weiter. Aus dem operativen Geschäft seiner Firma hat sich der 67-Jährige schon teilweise zurückgezogen. Dafür geht er jetzt auf Bootsausflüge. Man kann zu wunderbaren Seen fahren, wo die Wasserqualität einmalig gut ist. Aber man kann auch richtig große Touren machen, die stundenlang gehen, wo man über die Havel auf abgeschiedene Seen und Plätze kommt, wo es gute Luft ist und viel Wald. Es macht total Spaß. Also man fühlt sich dann plötzlich wie im Urlaub. Und wer will das nicht? Zum kleinen Glück fehlt dann nur noch das richtige Lied im Radio. Und wo es erlaubt ist, ein bisschen Geschwindigkeit. Denn Hans Wall hat noch einiges vor. Nicht nur beim Erkunden der Wasserwege rund um Berlin. Manches, was er als Hänschen verpasst hat, will er als Hans nun nachholen. Und er will Spaß haben dabei, auch wenn die Zeit oft immer noch knapp ist. Aber ich nehme jetzt einfach die Zeit und freue mich dann, wenn schönes Wetter ist, dann geht's gleich los. Manchmal kann der Hobbykapitän sogar das Steuer abgeben und einfach nur genießen. Sonne, Wind, Wasser und sein Mahagoniboot verhelfen ihm zu dem kleinen Stückchen Freiheit, das er lange vermisst hat. Wenn er ein bisschen mehr braucht, dann wartet auf Ibiza auch noch eine Yacht auf ihn. Doch das ist eher was für die Ferien. Bis es mal wieder soweit ist, freut sich Hans Wall jeden Tag neu auf die kleinen Fluchten. Auf der Wallonia mitten in Berlin.